Willkommen zum ersten Tag, wo ich mit Linda dann direkt mal geskippt habe zu Animal Crossing New Horizons und es regnet schon wieder, meine Güte. Es ist echt schrecklich. Es regnet viel zu oft momentan hier. Das wechselt sich halt wirklich ab, ne? Naja, ich habe hier meinen Garten ein bisschen ausgebaut, wie man sieht. Meinen Vorgarten. Wenn ich den hinten nämlich schließe, sieht das scheiße aus. Kann ich schon mal so sagen. Und wir haben wieder einen Nukemalen bekommen, wahrscheinlich, dass wir uns einfach eingeloggt haben oder was, oder? Hä? Okay. Habe ich das gestern noch irgendwie geschafft? Aber ich habe doch gestern immer alles... Ich habe doch mit niemandem geredet, außer jetzt mit Belinda theoretisch. Hä? Ich verstehe nicht, wofür ich das jetzt bekommen habe, aber gut. Ja, ich habe ein paar Sachen noch verkauft. Wieso bist du denn schon wieder da? Du warst doch gestern erst da. Okay, die will offenbar schnell die Schneiderei öffnen, wie ich sehe. Hättest du kurz Zeit für mich? Ich wollte dich nämlich mal was fragen, ne? Okay. Melodie? Okay, ich glaube, das machen wir anders. Aber ja, ich hätte die Melodie angepasst. Aber ich glaube, bei anderen Charakteren oder auch bei Tina kann man das besser raushören. Vielleicht hat man es gerade auch schon ein bisschen gehört. Die meisten werden es sowieso nicht erkennen, denn es ist ein Taylor-Song. Ja, es ist Enchanted, kann ich ja schon mal sagen. Jedenfalls bei ein paar Bewohnern hört man das deutlich besser raus, bei Tina sogar auch. Aber ja, die Stadtmelodie wird ja immer ziemlich langsam gespielt von den Glocken. Deswegen hört man das da eigentlich so gut wie gar nicht. Es geht um den Laden, den wir hier öffnen wollten. Also vielleicht hättest du einen guten Ort dafür. Dank dir gibt es schon viele Kunden, die meinen nächsten Besuch als Händlerin kaum erwarten können. Ich kann vor allem kaum erwarten, dass du mal ordentliche Sachen hast. Darum habe ich mit meiner Schwester darüber gesprochen und ja, wir machen es, ne? Wenn du Bock hast, dann geh zu Tom Luke. Er meinte direkt, wir haben doch noch Material übrig, oder? Und warum weiß ich davon nichts? Ich hätte gerne Häuser gebaut für die Leute, die hier potenziell hinziehen könnten. Frechheit. Ja, ich habe meinen üblichen Handel weiter betreiben und werde es auch weiterhin tun so und bla und ja. Ich rede genauso viel mit Melinda, ne? Super. Ich passe super hier hin. Noch so eine. Ja, komm, sicher doch. Wirklich? Ja, da bist du unsere Rettung. Hier hast du ein Ladenbau-Kit. Achso, ich muss gar nicht mehr mit Tom Nook reden, ja. Hätte ich jetzt auch gemacht. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ich will sowieso zu ihm wahrscheinlich. So, zeig mir das Angebot. Was hast du denn so Schreckliches heute? Ja, die nehme ich mal mit, weil ich die Farbe mag. Der rote Pulli ist jetzt auch nicht so schlecht. Diese Kugel ist ja so eine Kaugummiblase, glaube ich, ne? Mega weird, naja. Ja, ich nehme noch den Hauausschnitt. Na gut, ist nicht so tief. Fällt nicht so auf, nehme ich. So, okay. Und ich denke, ich werde noch was mit Meilen heute erwerben. Mal gucken. Ich habe noch ein paar Sachen. Ich habe mir jetzt mal aufgeschrieben, zumindest welche Fische ich noch fangen sollte oder fangen kann im Juni. Man kann so viel fangen und mein Gott, sieht das scheiße aus. Ich trage es trotzdem. So, ich habe ja nicht so viel momentan. Habe ich das schon mal gesagt? Ich weiß es nicht. Ja, was mache ich jetzt überhaupt zuerst? Sollen wir zu Tom Luke gehen? Wir können uns mal hier die Blumen anschauen. Die habe ich tatsächlich alle gegossen und jemand hat was verloren. Nehmen wir das doch mal mit. So, in dem Spiel kann man sich ja sogar anschauen, was das so genau ist, ne? Das scheint irgendjemand verloren zu haben, ja. Konnte man dann nicht noch irgendwie sehen, so, was das genau... Stand da nicht sonst immer irgendwie so drauf, so, ja, hier ist mit Sternchen bestickt oder was weiß ich? Nicht? Oder muss man dafür die Leute besser kennen? Keine Ahnung. So, hier scheint eine rote Liebesrose wieder zu wachsen. Nichts Neues leider, aber gut. Die vermehren sich sowieso ohne mein Zutun eigentlich. Hallo, wie läuft's bei dir, Käse? Ich bin ein bisschen verstört ob deines Hutes, aber naja, gut. Das ist mega weird. Bitteschön, gehört das dir? Was ist das denn für ein Ding? Also nee, mir gehört's jedenfalls nicht. Aber Paulina besitzt sowas, wenn ich mich nicht irre. Käse. Ja, hätte jetzt auch drauf kommen können, ne? Nicht. Ich habe gesehen, Bertha läuft schon draußen rum, aber Paulina ist drin. Gehen wir mal zu ihr.
Ich nehme mal direkt die Sachen mit, die ich hier finden kann. Und ich werde auch den Fisch da drüben fangen. Denn gerade die Teichfische fehlen mir noch. Also da habe ich kaum noch was gefangen. Und gestern habe ich, glaube ich, noch einen Killifisch und einen Frosch zumindest gefangen. Und jetzt habe ich natürlich wieder asynchronen Sound, was ich bedenken muss. Ach Gott. Ja, und ich bin irgendwie offenbar nervös. Naja, gut. Nicht so schlimm. Aber wir können schon wirklich einen Großteil der Sachen fangen und Insekten wahrscheinlich auch. Wobei Insekten sind halt weiter über die Monate verstreut, glaube ich. Und das ist ja ein schönes Haus. Das gefällt mir. Das ist auch wirklich jetzt ihr Haus, ne? Ja, genau. Ich habe sie eingeladen. Es müsste ihr Haus sein. Und das gefällt mir ganz gut. Das ist süß. So, ich habe einen Beutel für dich. Ich hoffe, der Regen hat dich nicht zu sehr erwischt. Aber keine Sorge, deine Frisur. Das ist noch perfekt. Das ist ja auch einfach nur so ein, weiß ich nicht, 3mm Cut oder so, was weiß ich. Da gibt's nicht viel zu zerstören, ehrlich gesagt. Wow, irre, das ist ja der Beutel, den ich verloren hatte. Tja, also, da ist er in Belohnung verdient. Bitte kein Trash. Ein Babypanda, ach, der ist süß. Den nehme ich gerne. Ja, gestern habe ich wieder ein Stadiometer aus den Bäumen geschüttelt. Das ist natürlich ein Top-Item, weil ich unbedingt irgendwo zu Hause aufstellen möchte. Oder draußen. Das habe ich direkt verkauft. Und ansonsten habe ich noch ziemlich viel, aber das heißt ziemlich viel, aber ich habe noch einiges gecraftet mit meinem Weichholz. Top-Ankauf des Tages hier. Das war irgendwie für 5000 haben die das angekauft. Und da dachte ich mir so, jo, das nehme ich mal mit. Hat zwar immer 2 Eisenerz gekostet pro Stück, aber da habe ich mal ein bisschen was an Geld bekommen und dadurch habe ich die Brücke abbezahlt und auch meinen Kredit. Oh, die habe ich ja gar nicht mitgenommen. Die hätte ich sonst wieder wie blöd gesucht. Sehr gut. So, die Brücke müsste... Wo ist denn die Brücke eigentlich? Ich muss mal auf die Karte gucken. Da drüben, okay. Und der Campingplatz ist natürlich auch fertig. Das hat mir Melinda schon mitgeteilt. Aber die Brücke hier ist jetzt fertig, sodass wir auch das rechte Ufer gut erreichen können. Ja, und jetzt muss ich halt noch einen Ort für die Schneiderei finden, wo ich auch überhaupt keine Ahnung habe, wo wir die eigentlich hinpacken wollen. Gute Frage. Ich glaube, ich würde die sogar so leicht über Paulinas Haus bauen, vielleicht. Also ich kann mal die Karte in groß öffnen, ist vielleicht noch ein bisschen schöner. Ich will auf jeden Fall neben das Museum links vom Fluss. Da habe ich schon ein paar Bäume weggemacht, da will ich auf jeden Fall noch was hinbauen jetzt. Und das, ich hatte eigentlich eher an ein Bewohnerhaus gedacht, aber ja, wir haben ja jetzt dann die Schneiderei auch zu platzieren. Wo? Wäre natürlich auch für den Anfang ganz praktisch, wenn das alles relativ zentral ist. Also wirklich so ein richtiges Stadtzentrum zu bauen erstmal. Aber ich gehe ja sowieso überall hin, so. Also juckt's eh nicht. Wie schön, dich zu sehen, Blubber. Lass uns quatschen. Blubber, ich wünschte, ich hätte vor dem Regenschauer nicht noch meine Wäsche aufgehängt. ja. Hatte ich auch schon mal. Wenn man die dann im Sommer draußen aufhängt und dann, naja, regnet's plötzlich und man ist irgendwie unterwegs. Das ist nicht so schön. Ich wollte gerade sagen, sie hat das ja quasi sogar wirklich gemacht, aber nee, das ist Guidos Haus. Und der ist wahrscheinlich dann am Craften, weil ich glaube, mit allen anderen habe ich jetzt sonst geredet. Außer mit, ja, mit Fienchen, aber die habe ich schon draußen gesehen. Was machst du denn, du? Schau mal, ich mache ja was Tolles. Was denn? Ein Notenständer. Ja, nehm mal mit. Ja, gerne. Ich habe übrigens überhaupt keinen Bock auf Feiern. Deswegen. Also den Campingplatz werde ich nicht feiern und ich habe auch schon irgendwas anderes nicht gefeiert. Was ich glaube, ich hätte feiern können. Eine Brücke, genau. Nee. Ich glaube, diese erste Brücke hätte ich noch irgendwie... Also, nee. Machen wir nicht. Gar keinen Bock drauf. Aber ich gehe mal zum Campingplatz und schaue ihn mir an. Da wird wahrscheinlich jetzt nichts los sein. Da wird nicht einer gecampt haben, oder? Ist jetzt links, oder? Nee, ist rechts, okay.
Gab's links überhaupt noch ein Plateau? Nee. Ja, so hundertprozentig kenne ich mich immer noch nicht aus. Und hier haben wir jetzt den Campingplatz, den ich eigentlich gerne noch ein Stück nach vorne schieben würde, damit dahinter noch Zedern passen. Aber auch das kostet ja dann wieder Geld und währenddessen kann ich nichts anderes machen, deswegen werde ich das wohl erst ein bisschen später machen. Hauptsächlich nicht unbedingt wegen dem Geld, sondern oder wegen des Geldes, sondern einfach, weil ich jetzt sonst wieder nichts anderes machen kann in der Zeit. Und ich dann lieber prinzipiell Fortschritt hätte. Und ich verscheuche den Fischer gar nicht dadurch, dass ich da reinsteche. War mir auch gar nicht mehr bewusst. Dann gucken wir mal, was der Tom Luke so im Angebot hat heute für mich, so was ich machen kann. Natürlich könnte ich auf jeden Fall wieder eine Brücke oder einen Aufgang bauen, aber momentan habe ich, glaube ich, gar nicht so den Bedarf dafür. Also für Aufgänge sowieso nicht, wenn dann für eine Brücke. Aber weiß ich nicht. Ja, du hast jetzt einen zusätzlichen Raum, ne? Stimmt, das ist auch noch, ja. Aber gut. 350k, jawohl. Das ist jetzt gerade gar nicht mal so spannend. Eine lila Puzzletapete nehme ich mit, ja. So, was steht jetzt hier bezüglich Projekt K an? Oder auch, wie ich gesagt habe, Projekt kann Melinda doch direkt wieder verschwinden, bitte. Dafür steht das K nämlich. Das weiß nur keiner. Eigenheimberatung brauche ich jetzt nicht. Ich glaube, da könnte ich das dann verschieben oder... Er spricht mich nochmal darauf an, dass ich meinen Kredit bezahlen soll. Ich weiß es nicht. Die Einweihung feiere ich jedenfalls nicht. Ah ja, hallo, hallo. Ein echtes Schmuckstück, unser Campingplatz, ne? Feier doch bitte mal. Naja, jedenfalls kann es nicht mehr lange dauern, bis wir die ersten Zeltgäste hier bei uns empfangen dürfen. Schau doch einfach mal öfter beim Campingplatz vorbei. Ja, wobei der Platz im Moment ja noch gar nicht für Besucher geöffnet ist, hm? Der Fall ist klar, wir müssen feiern. Wir müssen natürlich, die müssen wir hier aus den Socken hauen, wenn die hier herkommen. Also muss Füglerweg noch schöner werden. Du bist der absolute Fachmann dafür. Du weißt schon, wie du das machst, ne? Ja, indem ich ihnen überhaupt erstmal die Möglichkeit gebe, hier Häuser zu bauen, falls sie direkt einziehen wollen. Maybe? Wäre das ein Ding? Na, alles klar. Das heißt, ich muss jetzt definitiv erstmal darauf warten, bis da jemand einzieht. Vielleicht ist das jetzt auch passiert, nachdem Tom Luke jetzt hier große Reden geschwungen hat. Ich weiß es noch nicht. Wir gucken erstmal, was hier so für Zäune im Angebot sind heute. Also vor allem die Zäune. Und ich glaube, komm, ich gönne mir jetzt auf jeden Fall nochmal die Deko-Profi-Lizenz andersrum. Ich glaube, das wird für die Inneneinrichtung sein, dass man da Sachen hin und her schieben kann irgendwie und anders, oder? Ja, das kann ja nicht diese ganze Sache mit diesem Atmosphären-Flair-Gedöns und so sein. Was ist das genau? Ah, Kontrasttapeten und Deckenelemente waren das, okay. Ja, das ist schon mal nicht schlecht, weil Kontrasttapeten sind ein cooles Ding. Vor allem, wenn man viel mehr Tapeten hat als Räume, die man benutzen möchte. Gibt es sonst noch was hier, was ich jetzt dann doch mitnehmen möchte? Kamera-App Pro? Weiß ich halt nicht, ob sich das bisher lohnt. Wir haben den Baumstammzaun. Baumstammwandzaun. Gönne ich mir. Steinzaun brauche ich jetzt, glaube ich, eigentlich eher nicht. Werde ich mir aber trotzdem schon mal holen. Wie gesagt, ist eine Rotation. Ich habe keine Ahnung, wann es wieder auftaucht. Und an sich kann man das als Deko schon ganz gut mal nutzen. Ich werde es wahrscheinlich nicht wirklich als Zaun nutzen, aber... Also so für irgendwie so ein bestimmtes Gebiet, sondern wahrscheinlich eher so als einzelne Mauer irgendwo, könnte ich mir vorstellen. Ganz spontan gerade. Und den Rest habe ich mir ebenfalls jetzt noch nichts geholt. Ich könnte aber halt schon mal was anderes hier vertragen, ehrlich gesagt. Ich weiß noch nicht, was ich mir dann holen soll. Poppig, cool oder schick? Schick ist am teuersten. Ich hole mir jetzt mal schick. Ich mache jetzt einfach mal. Ich habe gerade noch Meilen. Und ich würde doch gern mal eine andere Frisur haben. Einfach um was anderes zu sehen. Dafür bräuchte ich jetzt aber auch erstmal einen Spiegel. Und ich habe noch keinen Spiegel. Den müsste ich mir craften. Natürlich hat sie jetzt die Tür aufgelassen. So, vielleicht habe ich dran gedacht, diese kurze Pause rauszuschneiden. Keine Lust, hier die Waschmaschine die ganze Zeit zu machen.
So, Notenständer erlernen wir. Und die beiden Zäune. Und glücklicherweise hat alles perfekt in meine Tasche gepasst. Sodass ich jetzt erstmal gleich trotzdem den ganzen Mist verkaufen kann, den ich hier habe. Und stimmt, die Schneiderei muss ich auch immer noch platzieren. Aber dann steht ja heute... Ah, Steinhocker, ja gut. Werde ich mir nicht großartig jetzt bauen. Dafür habe ich einfach zu wenig Materialien aus Steinen. Die möchte ich eher sparen als verschwenden. Und wir haben einen Toaster. Ich habe halt viel zu wenige Tische und Abstellmöglichkeiten bisher. Und viel zu viele Sachen, die ich da draufstellen könnte. So, wir haben schon über 100 Bastelanleitungen. Das ist nicht schlecht. Da bin ich tatsächlich, gelinde gesagt, eine Autorität. Joa. Wieso habe ich heute kein 5-mal-Ding? Wovon war das abhängig? Oder gibt es das einmal die Woche? Ich weiß es nicht. Ja, was ist eigentlich mit Jorna? Die müsste auch eigentlich wieder da sein, ne? Ich bin aber, glaube ich, eher so dafür, heute eher keine Rüben zu kaufen. Oh shit, die Kaulquappe. Hatte ich die jetzt schon gestiftet? Ich bin mir nicht sicher. Den ganzen Rest auf jeden Fall. Lila Puzzletapete verkaufe ich auch wenn ich sie jetzt nicht nochmal gesehen habe. Dieses Ding hat mich ja in Mondonia ziemlich genervt, weil ich das nicht gestiftet habe und dann nicht fangen konnte, weil Winter war. Ja, ja, das war ein lustiges Ding. So die Sachen, genau. Hier, das habe ich noch vom... Oh, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das müsste ich auch von... Nee. Oder? Doch, ich glaube, das war die Anleitung, die ich noch von Johannes bekommen hatte. Da ist Johannes, ne? Mein Gott. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ja, dem Otter auf jeden Fall. So. Kaulquappe. Gucken wir mal. Ja, die habe ich noch nicht gestiftet, siehst du mal. Ist richtig. Auch so ein Ding, was man aus dem Teich fangen kann. So, ja, dann laufe ich jetzt kurz mal erstmal zum Museum und lade das davor ab. Ich werde jetzt aber nicht reingehen. Das mache ich sowieso sehr häufig momentan. Dass ich die ganzen Sachen, die ich bei Eugen abgeben möchte, hier erstmal wegschmeiße. Und dann wieder mitnehme, wenn ich Bock drauf habe. Hier habe ich eine Menge Birnen angepflanzt, also alle 9 Stück, die ich hatte. Damit wir hier mal ein bisschen mehr unser Geld vervielfachen. So, und hier wollte ich halt eigentlich sowieso noch was hinbauen. Hier ist auch Jorna am Start. Vielleicht könnten wir hier die Schneiderei bauen, dann wäre aber auch hier eine Brücke noch ganz cool. Wobei die Brücke eigentlich auch kurz da weiter oben ist. Aber hier die Schneiderei? Ist halt viel Platz. Da muss man jetzt nicht unbedingt so ein einzelnes Wohngebäude hinbauen, glaube ich. Oder wir bauen hier eine kleine Siedlung hin. Das ist natürlich auch möglich. Schauen wir uns das mal an. Wie sieht denn das aus? Was ich halt auch ganz cool fände, ich baue das hier hin. So ein bisschen Throwback-mäßig auch. Weil... Naja, das ist halt jetzt relativ nah am Strand und das erinnert mich immer mega an den Gamecube-Teil. Ich glaube, da ist die Schneiderei wirklich immer am Strand. Und irgendwie fühle ich das gerade. Jetzt nicht wirklich mega erreichbar, aber es ist mir auch egal. Sie hat auf jeden Fall mehr Nutzen als im Gamecube-Teil. Da war sie ja, glaube ich, wirklich nur für Designs da. Da konnte man ja nicht mal Sachen kaufen, Klamotten. Ja. Ich finde es auf jeden Fall irgendwie ganz, ganz nett gerade, den Spot. Weil ich ihn sowieso belegen wollte. Dann gucken wir mal, ob jetzt vielleicht doch jemand tatsächlich gerade schon jetzt dann da ist. Oder ob das einfach nur so ein blöder Spruch war. Ist natürlich nur ein blöder Spruch. Das heißt, ich muss wahrscheinlich bis morgen warten, bis da jemand einzieht. Und das dauert dann wieder alles. Und ja, supi. Na gut. Dann gehe ich mal in mein Zusatzzimmer, würde ich sagen. Die Schneiderei ist platziert. Das können wir auch direkt mal der Tina mitteilen. Tom Luke muss da, glaube ich, jetzt erstmal nicht Bescheid wissen. Ich glaube, das regelt sie denn. Hey, du hast einen vielversprechenden Platz gefunden, ne? Ja, vielen Dank. Also meine Schwester und ich, wenn wir alles eingerichtet haben, kommst du hoffentlich regelmäßig vorbei, ne? Ja, einmal im Monat, weil sonst habt ihr wahrscheinlich sowieso kaum wechselndes Angebot. Ich glaube, das ist auch alles, was du sagst. Und mein Gott, ist der Drift mittlerweile nervig. Nee, ich wollte nur Hallo sagen. Indeed.
Ja, lieb von dir. Vielen Dank dafür. Also ja, wenn ich noch was für dich tun kann, sag Bescheid, ne? Ja, natürlich. Das Haus hat sich baulich nicht verändert, das hat Tom Nook auch gesagt. Und jetzt bekommen wir endlich Sachen von anderen Bewohnern, dafür, dass wir unser Haus ausgebaut haben. Den Sonnenstuhl hatte ich mir bestellt, genau, die Akademie schickt mir auch was dafür, dass mein Haus größer ist. Mehrere Items an den Wänden mussten wir in einem Lager verstauen, alles klar. Hauptsache, ich habe nicht ins Lager reingeschaut. Wir haben die 10.000 Punkte-Marke geknackt und jetzt wieder irgendein urhässliches Ding von der Akademie bekommen. Und ich habe was bekommen als Anzahlung für seine Mitgliedschaft. Ach so. Weil ich jetzt ein Fitnessstudio baue. Nee, ich habe da schon was anderes im Sinn. Dank Assisa. Na, zumindest halt temporär als Gag. Vielleicht auch fürs Thumbnail, ich weiß es nicht. Aber ich habe jetzt auch die Möglichkeit, ABC-Thumbnails zu testen. Und wir können jetzt etwas über Kontrasttapeten und ja, oben den ganzen Gedöns bekommen wir angezeigt. Gut, das passt jetzt dann natürlich hier nicht mehr an die Seite. Und ja gut, kann ich auch gleich aus dem Lager holen. Der Raum ist allerdings ja sehr klein. Die können wir aber nicht mehr vergrößern, glaube ich. Ne? Die sind jetzt so, genau. Das ist quasi schon die Vollversion des Raumes. Größer werden die ja hier leider nicht. Aber wir müssen sie dann eben auch nicht nochmal erweitern. Das ist auch irgendwie ganz praktisch wiederum. Packen erstmal gerade alles aus. Ein Kühlschrank, toll, den habe ich schon. Danke für nichts. So ein hässliches Fähnchen, was ich wahrscheinlich einfach verkaufen werde. Und Gewürzständer, ja, die kann man vielleicht gebrauchen. Und ich hätte jetzt gerne kein Drift bei den Sticks. Das wäre schon mal ein Anfang. Ich weiß noch nicht ganz, welchen Boden ich dazu nehme, aber ich hätte gerne die Überwachungswand. So. Einfach erstmal schön jetzt die Leute stalken. Der Arabeskenboden passt eigentlich schon ganz gut. Ich will trotzdem mal den Leiterplattenboden sehen. Der passt natürlich auch gut, aber ist halt weird als Raum wirklich. Deswegen würde ich da lieber den Arabeskenboden nehmen. Und jetzt bräuchte ich halt noch so Tische und sowas. Das wäre ganz cool. Habe ich aber noch nicht. Und der Sherlock freut sich hier. Okay, schön. Der hat Spaß. Ja. Ich habe, glaube ich, gar kein Möbelstück, was ich hier wirklich reinpacken wollen würde. Vielleicht so ein Rekorder. Ich glaube, das passt noch ganz gut. Hier so ein Regal passt doch eigentlich wunderbar hier rein. So richtig Prepper-mäßig. Den Rest werde ich jetzt hier rüber mal machen. Weil man da halt die Sachen zustellt, das ist auch irgendwie doof. Ach, das Fähnchen war auch ein Ding für die Wand. Ja, egal. So. Ich glaube, der Stuhl passt wirklich ganz gut hier rein. Der Rest aber halt eher nicht. Wir könnten jetzt natürlich auch einfach mal eine Kontrasttapete hier machen. Also hier zum Beispiel als Kontrasttapete. Dass wir quasi eine Wand normal haben, wo wir dann halt auch so ein Regal hinstellen können oder so. Das wäre halt auch gar nicht mal schlecht. Ich glaube, das werde ich auch irgendwie umsetzen. Ich weiß nur noch nicht, welche Wand. Ich glaube, am coolsten wäre halt eigentlich, wie mache ich die jetzt? Das wäre eigentlich wieder rückgängig, genau. Das ist eine gute Frage. Muss ich da jetzt eine andere zwangsläufig nehmen, oder? Gute Frage. Naja, gut. So, da haben wir jetzt Deckenmöglichkeiten, aber ich habe noch gar keine Decken-Items. Ach, hier. Jetzt kann ich, glaube ich, genau die wieder wegnehmen. Ich würde die gerne mal hier probieren. Also, ich denke, ich werde diese Textiltapete auch einfach nehmen, weil die halt so basic ist. Und dann hier vielleicht das Ding hinstellen. Ah. Ist ganz okay. Ja, kann man machen, glaube ich. Und dann brauche ich... Ah, das Faxgerät passt, glaube ich, noch ganz gut hier hin. Das habe ich gerade mir gar nicht gesehen. Wir nehmen ein paar Kisten, wo wir die Sachen draufstellen. So,
So richtig professionell. Ach so. Man kann natürlich keine zwei Sachen auf eine Kiste stellen. Sehr gut. Dann haben wir unseren Arbeitsplatz eingerichtet. Und jetzt kann ich dann also die Leute stalken. Jetzt brauche ich nur noch was, wo ich mir Sachen aufschreiben kann. Und dann ist das Überwachungszentrum für Klavik offiziell eröffnet. Ist das nicht toll? Ja, sehr schön. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie Inspiration durch Assisa mit diesen Sachen. Oh, wir haben. Stimmt, wir haben noch so einen Typewriter. Who uses typewriters anyway? Nehmen wir mal bitte. Den können wir natürlich fantastisch verwenden. Passt auch super in die. Na, was heißt. Ja, es passt halt insofern in die heutige Zeit, dass es halt sehr altbacken wirkt. Also passt es super zum Faxgerät. Nein! Wieso dachte ich, dass genau da das Ding steht? Und ich habe das ins Lager gepackt, wahrscheinlich jetzt, oder? Hä? Warte mal. Habe ich das jetzt echt ins Lager gepackt? Ja, tatsächlich, okay. Schreibmaschine. So. Perfekt, also was will man denn mehr? Eine Kaffeemaschine könnte man hier vielleicht noch reinpacken. Und vielleicht tauschen wir die beiden Kisten einmal. Sodass direkt weiterfaxen können, wenn hier irgendwas sass ist. Ach, ist das fantastisch. Ich mag den Raum. Jetzt bräuchte ich nur noch das passende Lied dazu, irgendwas D&B oder ja, wobei eigentlich. Ja, eigentlich hier würde KK Cruising, glaube ich, richtig gut reinpassen. Und ich habe auch gar nicht geguckt, was bei Nook Shopping im Angebot ist. Vielleicht ist er ja genau KK Cruisin' heute am Start. Das wäre fantastisch. Aber irgendwann, früher oder später, werde ich es bekommen. Dann habe ich wahrscheinlich schon längst eine andere Idee für den Raum, aber. Mal gucken. Wie viel muss man eigentlich nochmal für die App bestellen? Viel zu viel wahrscheinlich. 200 oder so? 200 Sachen? Ich werde es früher oder später rausfinden, aber. Ich werde wahrscheinlich noch eine ganze Weile hier zu dem Automaten rennen müssen. Für die täglich neuen Sachen. Den Balkonteich habe ich ja bereits. Stimmt, und ich hätte mir mal. Ja, das mache ich gleich noch. So ein Ding craften können. Kekigumbo hole ich mir auch mal. Hier so ein Tisch-Spiegel-Ding. Das habe ich auf jeden Fall schon als DIY. Damit ich überhaupt mal mein Aussehen ändern kann. Ich will direkt mal gucken, was ich dafür brauche. Und ich glaube, ich habe auch wirklich nur dieses eine. Also ich habe da jetzt keine Auswahl, was ich mir machen könnte. Eisenerz habe ich zum Glück auch in der Tasche und Holz. Perfekt. Ich mache das auch einfach direkt draußen. Also ich stelle den Tischspiegel direkt nach draußen und werde dann da mein Aussehen ändern. Das reicht mir schon. So. Die Mini-Werkbank. Den Panda werde ich auch irgendwo zu Hause hinstellen. Wahrscheinlich. Wenn es passt. Also vom Platz her. Thematisch ist das ja sowieso alles jetzt. So wie es halt gerade irgendwie passt. Nicht besonders geordnet. Ja, pack das hier mal weg. Ah, da ist er. Und ich hoffe, ich habe mir jetzt nicht die beschissensten Frisuren ausgesucht. Als Paket zum Kaufen. Wenn doch, ist es auch nicht so schlimm. So, ich glaube, die ersten. Ja, die ersten 6 oder die ersten 8 hat man wahrscheinlich am Anfang. Ja, das ist doch fantastisch. Sieht doch super. Naja, sieht wirklich nicht gut aus. Das hat natürlich auch was. Ich glaube, ich hole mir dann das. Es sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Eine andere Farbe noch? Gute Frage. Ja, ich glaube, ich bleibe schon beim Braun. Und den Rest werde ich jetzt auch nicht ändern. Ja. Immerhin mal eine andere Frisur. Auch wenn es eigentlich nur ein Wirbel ist, der jetzt so ein bisschen raussteht. Aber es ist halt. Und, ja, und man sieht halt, dass das Haar ein bisschen voller zu sein scheint. Ist doch nett, nicht wahr, Bertha?
Glaubst du, wir bekommen nach all dem Regen einen Regenbogen zu sehen? Wer weiß. Es ist ja immerhin Juni. Man sieht einige Regenbögen. Eine Vermählungsglocke. Hier? Oh, da plant wohl jemand eine Hochzeit. Gibt es schon einen Hochzeitstisch? Ich muss mich beeilen, bevor die besten Geschenke weg sind. Mit? Wie? Das verstehe ich nicht. Ist das ein kulturelles Ding? Was heißt denn bevor... Oder ist das jetzt gedacht im Sinne von, das Hochzeitspaar macht einen Tisch, wo die halt so Gastgeschenke haben und da kann man sich dann bedienen und das sind unterschiedliche Sachen? Keine Ahnung. Für mich klingt das gerade eher nach, ich klaue dem Hochzeitspaar die Hochzeitsgeschenke, die die Gäste mitgebracht haben. Es klang gerade irgendwie ein bisschen weird. So ist es ja zumindest bei uns. Also, man wird eingeladen und bekommt dann vielleicht noch irgendwie so eine kleine Aufmerksamkeit am Ende, so, aber... Naja, eigentlich bringt man ja dann dem Paar was mit, so als Geschenk und stellt es auf so einen Tisch und... Ich weiß nicht. Vielleicht ist das woanders anders. Es war jetzt auf jeden Fall ein bisschen weird, diese Aussage. Vielleicht interpretiere ich da auch viel zu viel rein oder viel zu wenig. Ich weiß es nicht. Gut. Ich denke, das ist es erstmal wieder. Ich werde keine Rüben kaufen. Vielleicht werde ich am Ende des Tages doch, oder am Ende der 12 Uhr Dings da dann doch wieder denken, so ja komm, ich kauf doch mal welche. Habe ich erstmal nicht vor. Ich werde ein bisschen angeln. Werde nochmal versuchen, Quassenflosser zu fangen, weil es schon wieder regnet. Und ja, dann werden wir wahrscheinlich sehen, wer auf dem Campingplatz ist morgen. Ja. Ich werde wahrscheinlich so einen kleinen Snippet dann aufnehmen davon. Aber wahrscheinlich keinen ganzen Part. Ich glaube, da ist jetzt nicht allzu viel spannend. Wobei, die Schneiderei. Wie lange braucht die Schneiderei zum Bauen? Wir lassen uns überraschen, wann wir uns wiedersehen. Bis dahin. Ciao.